magischerweise die Pokémon auf einmal geheilt. Ja, einfach schnell offscreen. Kann nicht schaden, ist ja auch nicht so spannend. Jo. Vielleicht kriege ich ja hier ein Pokémon. Ja. Okay. User joined your channel. Nope. Hi. Hallo? Welchen Kanal wechseln sollen? Hallo. Nein, also wir haben noch ein Soldat. Ja, wir nehmen etwas auf. Oh. User left your channel. Ciao. Look dazu. Nein, das ist wenigstens ein Starter-Pokémon, also ein Stand, also eine Grundevolution. Mir entfallen die Worte. Och. Kann halt auch das nicht schwächen. Ich habe keine schwache Attacke. Naja, ich habe noch 7 Vielleicht Versuche. Möchtest du die TM mal ansehen, die du bekommen hast. Kann ich aber gerade nicht. Kann die eh im Kampf nicht noch. Ja klar, ich meine für später. Finale. Ich kenne doch mein Glück. Danke. Hui. Danke. Ich finde es bei Nidoran auch wirklich sehr interessant, dass da wirklich das schlecht im Namen verankert ist, seit den ersten Generationen schon. Finde ich auch irgendwie seltsam, aber naja. Wer das lesen will, darf das lesen. Ist überhaupt spätzt, jo. Wie willst du den Rand männlich denn nennen? Wüsste. Das wüsste. Keine Ahnung. Irgendeine Idee? Ganz viele, aber sind alle schlecht. Ja, dann gib mir die schlechteste. Detlef. Ja, okay. Wir haben das... Wir haben unsere erstes Mädel schon Horst genannt. Haben wir? Ja. Nein, haben wir nicht. André haben wir sie genannt. Nee, Henri. Genau. Das ist korrekt. Wie komme ich auf Horst? Ich habe auf jeden Fall jetzt eine Idee. Ich weiß noch nicht, wie es geschrieben wird, weil ich einfach keinen Ticken Französisch kann. C-U-E-S? Genau. Oder wie hast du es buchstabiert? Die Buchstaben sind ein bisschen blurry geworden. O-U-E-S. O-E-S? Was? Das sieht falsch aus. Ist es auch. Egal. Jacuzzi. Also geplant war Jack oder so in der Richtung, aber egal. Rauskommst habe ich Jaguar. Auch schön. Jack. Und da ist die Verbindung weg. Juhu. Verbindung? Einfach weitermachen. Oh. Ja. Was hast du getan? Ich habe rein gar nichts getan. Okay. Egal, das fixen wir gleich. Erstmal schauen wir uns an, was Jack so kann. Fähigkeit Regulierung. Alle Attacken des Pokémon werden zu Normalattacken. Was? Für ein Arsch? Was ist das für ein Scheißdreck? Davon habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Aber, ja, Typ Gift. Nice. Damit ist das Step weg von jeder Giftattacke. Wenn wenigstens alle Attacken zu normalen Attacken würden, aber nein. Jack wäre Q-U-E-S gewesen. Dachte ich mir. Hatte ich auch geplant, aber... Jetzt hast du halt Jacquois. Ja. Ist auch schön. Jacquois. Jacquois. Jacquois, eigentlich. Ahnung. Was weiß ich. Jo.
Das ist ein grausames Pokémon. Mhm. Und ich muss das irgendwie trainieren, das... Naja, ich meine, da es kein Step hat, kannst du damit so ziemlich alles machen, ne? Ja, ne? Ich will die Höhlung vielleicht wieder aufbauen. Ja, das geht aber so unpraktisch gerade. Weil das... Gott und die Ideen. Pausieren und zusammen schneiden, erstmal so zwei Bildschirme. Moment. Da wären wir wieder. Ich kann wieder sehen. Ja. Ich habe die Offscreen-Zeit leicht genutzt, um Pokémon ein wenig zu leveln. Wenn das stört, das mag mir sehr leid tun, aber das war nun echt nicht spannend und nur zeitaufwendig. Du hast eine Normalattacke bekommen. Ja, das habe ich gerade vorgehabt zu erklären. Henry hat nichts Neues dazugelernt. Ori. Aber. Ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht. Jacquois, Jacquet, keine Ahnung. Jacquois. Schreibt's in die Kommentare. Ja. Mag trockenes Essen. Hat jetzt Glut dazugekriegt. Nicht allzu hilfreich, weil schwächer und dazu noch schwächerer Spezialangriff. Aber. Und eine Normalattacke. Und eine Normalattacke. Er kommt auf so einen Scheiß. Nonsens, wollte ich sagen. Mhm. Aha! Ah! Du bist ein Pokémon-Trainer. Und das gilt auch für mich. Lass uns kämpfen. Nein? Doch. Gunther. Ja, du mich auch. Oh wei. Deswegen habe ich ein wenig vorgelevelt, weil die Gegner auch random Pokémon haben. Oh, was bin ich froh, dass das Vieh so stark ist. Ja, Drache Psycho. Naja. Das ist eine Menge an Pokémon. Nur, dass das ein legendäres Pokémon ist, bringt das nicht viel. Zu stark, einfach zu stark. Jo. Shit happens, ne? 80 Cent. Wie viel waren das denn? 80 Cent. Also 80 Pokédollar. Oh. Nice, ne? Grenadine, hat die was gesagt? Garantiert. Ja. Ich finde leider, sieht in dem Sprite aber richtig nett aus. Jo, hat was. Oh. Fatality. Oh, ich kann nicht gewinnen. 80 Cent. Oh, Pandio. Mhm. Nope. Sie sagen jetzt eigentlich für jedes Pokémon einzeln randomize oder ist das pro Pokémon Art? Pro Pokémon Art. Okay. Das heißt, mehrere Pokémon auf einem selben Gebiet haben dieselben Attacken. Lass uns kämpfen und ich werde gewinnen. Sagt Logan. Könnt mich doch einmal. Den Kopfstoß. Ach. Right. Juhu. Unlicht, Mann. Wasser, Unlicht. Verglühen auf normale Weise. Oder lass es besser sein. Aber wenigstens schwach.
Ich hoffe, er hat keine andere Stärke-Attacke, sonst habe ich ein Problem. Was? Das war weniger stark als gedacht. Das war stärker als erwartet. Das ist unfair. Eben. Naja, für das kleine bisschen hat jetzt auch einen Unterschied gemacht. Level 9. Ja. Neue Attacke. Psycho-Plus. Normal-Plus. Schön. Du hast mich besiegt, du hast wirklich Talent. 80 Cent. Jetzt hat Psycho-Plus nochmal. Normal-Plus. Selbsthypnose, ja. Wieder Statusveränderung. Jedes Dings. Was ist das, Ditto? Ich... Es sieht fast so aus. Du. Entschuldigung, das war aber nicht wichtig. Laut vorlesen. Fuck. Verschreibungsmedizin. Da waren so viele Silben nicht mehr vorhanden. Würdest du die Worte vernünftig zusammenreihen, hättest du gerade gesagt, Verschrankmedizin. Nein, verstaut habe ich bestimmt gesagt. Ja. Las Vegas. I know, fängst du Pokémon? Du fühlst dich bestimmt sicherer für, wenn du noch ein paar fängst. Vielleicht musst du ja mal an entlegene Orte reisen oder so. Oh, ich weiß. Gefiel es dir nicht mehr, über Pokémon zu wissen? Klar gefiel dir das. Ich kenne genau den richtigen Ort. Auf zum Büchereien. Ja, sei nicht so schüchtern. Komm. Lerne. Wir gehen aufs Gymnasium. Sag mal, der Typ dort, was macht der bloß? Der Opel auf der Straße steht? Nein. Was? Oh ja, das ist ein toller Kerl, den darfst du gerne sprechen. Wie konntet ihr das wissen? Weiß gar nicht, wie passend diese Stimme ist. Ihr habt ja meine Identität als Agent der internationalen Polizei entlarvt. Wie bitte? Was haben Sie gesagt? Ich wollte doch nur etwas plaudern. Ah, normale Plauderei soll das sein. Das glaube ich keine Sekunde. Mich führt man nicht so leicht in das Licht. Ihr habt sofort erkannt, dass sich meine Person von der Masse abhebt. Dass ich ein ganz außergewöhnlicher Mensch bin, gut erkannt. Und daher habt ihr mich angesprochen, ist das nicht so? Ausreden ist unnötig. Eure Beobachtungsgabe ist... Ja, sie ist ganz herausragend. Furchterregend. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Da ich meine geheime Identität vor euch nicht länger geheim halten kann, sollte ich mich vorstellen. Kurz. Ich finde es schön, wie es von so einem englischen Akzent von jemandem, der schon lange in Deutschland lebt, wechselt zu so einem russischen, wechselt zu so einem hanseatischen... Nett. Internationaler Geheimagent eben. Ja, das war absolut meine Absicht. Ich gehöre zur Elite der internationalen Polizei. Und da haben wir natürlich auch noch Grau. Dran. Wir bereisen die ganze Welt, um die unlösbarsten Fälle aufzuklären. Mein Name tut nichts zur Sache. Vergiss ihn einfach wieder. Wie? Ich hatte ihn nicht gesagt? Ist ja auch egal. Nenn mich Lebel. Ihr Französisch, wa?
prägt euch meinen Codenamen gut ein. Ich habe ihn mir selbst ausgesucht. Sagt einmal, ist euch die Bedeutung sei kein Dieb zufällig bekannt? Ich finde es schön, wie du Redewendung als Bedeutung gelesen hast. Jo. Nein. Belle. Wie, ihr kennt's nicht? Das kann doch gar nicht sein. Es ist schön, wie das einfach gar nicht mehr mit deiner Originalstimme zu tun hat. Mittlerweile. Hat es auch nicht. Bestimmt hat eure Mama das oft genug gesagt und ihr habt nicht zugehört. Jetzt hört gut zu, meine Freunde. Und schreibt es euch hinter die Ohren. Es ist ungerecht, das Eigentum anderer an sich zu nehmen. Leider muss ich sagen, dass es Subjekte gibt, denen diese Worte ganz egal sind. Wisst ihr, dass es in Sinnoh Kriminelle gibt, die anderen ihre Pokémon stillen? Nun habe ich den Auftrag, richtige Subjekte ausfindig zu machen. So langer Monolog. Ich würde sagen, wenn du so eine halbe Sekunde schneller liest, werden wir, glaube ich, schneller hier durch. Mit meiner Spürnase und meinem Genie. Genie. Passt schon. Wird diese Mission zu einem Kinderspiel. Ihr seid die Trainer aus, das habe ich doch richtig erkannt, nicht wahr? Nein. Vielleicht hilft euch ja dies euren Weg weiter. Also das ist der Item, was man von einem kriegt. Kampf nochmal! So, wahrscheinlich haben wir ein paar Items. Das ist eine Kampfkamera. Wozu sie dient, das habe ich doch schon erklärt. Habe ich nicht? Nun gut. Mit dieser Apparatur könnt ihr Kämpfe aufnehmen. Sie ist auf der Höhe der Entwicklung und dazu noch topmodisch. Ja. Ich würde sie ja verwenden. Schicke aber noch selten Pokémon in den Kampf. Oh, weiter. War ich sich besser aufgehoben. Danke. Haben wir es jetzt? Nein. Bevor wir scheiden, muss ich euch noch etwas bitten. Wir waren verheiratet, was? Sollten wir uns wiedersehen, dann meldet euch bitte mit keinem Wort an mich. Solange ich im Dienst bin, dürft ihr zu mir keine einzige Silbe sprechen. Obwohl, doch, ihr müsst mit mir reden. Unbedingt müsst ihr das. Nein, ich bin doch nicht einsam, was für ein Quatsch. Ihr müsst von Schurken berichten, ihr müsst mir einfach alles berichten. Haben wir es jetzt? Scheint, als ob die Arbeit für die internationale Polizei eine ziemliche Herausforderung ist. Naja. So, hier ist sie, die Trainerschule. Der Name sagt schon alles. Er trainert Schulen. Vorhin ist dein Freund Vego da rein... Ja, da reingegangen, passt schon. Wahrscheinlich ist er drinnen am Lernen. So, ich bin weg. Bis bald mal. Also doch die Bibliothek, nur anders irgendwie. Ja. Zwei sehr feindselig hinter ihren Essen anstarren. Leute beklauen. X-Angriff. Oh. Dämlich. Braucht kein Mensch. Ah. Am schnellsten lernt man etwas, wenn man es einfach tut. Können wir kämpfen? Nein. Oh. Dennoch, am besten lernt man etwas über Pokémon, wenn man sie kämpfen lässt. Ich nehme meine Pokémon gerade. Mäßig? Ja, heilen kann ich gerade nicht. So. Hey Snow, bist du auch hier, um was zu lernen? Ich habe alles auswendig gelernt, was er an Tafel gestanden hat. Das ist sehr viel. Schließlich habe ich als Trainer dafür zu sorgen, dass meine Pokémon im Kampf nicht verletzt werden. Und was machst du hier, Snow? Was? Du hast ja was für mich? Snow hat das Paket übergeben. Endlich kann ich wieder reden. Und was ist das? Klasse, das ist eine Karte. Oh, wir sind uns gleich zwei Karten. Ich finde die ja klasse, aber ich brauche nur eine. Hier, Snow, du kannst eine haben. Wie er einfach, einfach glaubt, dass beide Karten für ihn waren, ne? So, versteck Karten, beide Items-Tasche. Wenn ich die Karte so betrachte, werde ich als nächstes wohl nach... Wenn ich die Karte so betrachte, werde ich als nächstes wohl lesen lernen. Was? Erzlingen gehen. Dort gibt es eine Arena. Genau das Richtige, um das Pokémon, das ich gerade gefangen habe, zu stärken. Ich bin schließlich auf dem besten Weg, der größte Trainer aller Zeiten zu werden.
Man sieht sich. Gianni. Smell you later. Ich habe genug gelernt. Jetzt wird erstmal kleine Grundschulkinder vermöbelt. Na super. Bist du dagegen? Nö, an sich nicht. Lass die beiden Typen hinter ihren, die essen ganz faszinierend. Die feindlich anstarren. Die essen, die SS, ach was auch immer. Los, los, mein Pokémon. Andale, andale. Schulkind Lasso. Ente. Ist das dein Ernst? Du hast einen Latias, solltest du dich wirklich beklagen. Spoiled Brat. Kontext? Einfach nur, hey, mein Kind ist in der Grundschule, ich schenke ihm einfach mein legendäres Pokémon. Jo, ne? Was bin ich vor, dass ich schneller dran bin als er? Weil er hat gerade X-Angriff eingesetzt. Das ist nämlich doch unpraktisch, weil das kann danach doch stark werden. Die Attacke sind insofern nur unpraktisch, dass er eine braucht. Naja. Er will 10! Ja, neuer Angriff. Okay. Nice! Schön. Ich mag Lockklinge. Menno, du hast mich nicht ehrlich lesen lassen. Sorry. Wenn man nicht genug Pokémon zur Auswahl hat, gewinnt man nur schwer. Ich weiß ja nicht, so ein Entei ist an sich keine schlechte Wahl. Ja, 90, 100, das ist schon nice. Jo. Sind wir 80, 100, ne? 80, 90, jo. Ja, 80, Steps aber auch nochmal. Ich weiß nicht, wie viel Prozent Steps sind. 10, 15? 10. Oh. Weiß nicht. Ich glaube 5. Keine Ahnung. Auch um die 90. Egal. Was will ich lesen lassen? Es tut mir leid, aber ich finde die alle so unwichtig. Dann mach halt. Lesen braucht doch so immer schon lang genug. Die Zeit nehmen wir uns einfach. Das sind Pokémon, die normale Anfänger haben zu haben. Haben gehabt sein. Eben. Und? Overkill. Sping. Keine Chance. Wasser-Pokémon. Lotte. 1,20. Wir sind da irgendwie. Ja. Sprich doch mal meinen Freund hier an. Er hat sicher ein tolles Item für dich. Geld? Wir haben jeden Tag gibt es doch keine Chance gegen dich. Ja, komisch. Bisschen Trank. Danke. Rückhalten! Stoppschlag deine Medizintasche! Machst du jetzt jedes Mal, oder? Beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht mehr. Weil ich es vergessen haben werde. Ich meine, du könntest mich daran erinnern, theoretisch. Ha. Oh. Okay. Okay, mach du den halt. Du nennst dich einen Pokémon-Trainer. Und besitzt kein Pocket. Oder eigentlich Pocket. Egal. Mhm. Das ist so etwas wie eine Pokémon-Armbanduhr. Eine iWatch also. Aha. Ich wollte sagen, das ist einfach eine. Das ist einfach eine iWatch. Meine Güte, du bist ja ein seltsames Wesen. Aber echt. Du musst wissen, ich habe den Pocket erfunden und stelle ihn her. Jetzt leite ich auch die Werbekampagne dafür. Wäre mir nicht aufgefallen. Alles, was du tun musst, ist, 3 Clowns in Jubelstadt zu finden. Wenn du sie findest und. Reden wir da nicht drüber. Egal, du kriegst dann dein Pocket. Was okay. Wollen die Clowns mit mir tun? Okay. Ja, schon mal ein Clown. Hallo, ich bin ein kleiner Jax. Das ist viel zu leise. Hallo, ich bin ein Clown. Egal. Pocket-Schwerkampagne, ich habe eine Frage für dich.
Wird ein Pokémon nicht kämpfen und durch Erfahrungspunkte stärker? Ich will so gern Nein sagen, ich will zu allem Nein sagen, aber das dauert nur so lange. Ding Ding, du hast absolut recht. Dieses Laszive, Ding Ding. Pokémon werden stärker, indem sie andere Pokémon im Kampf besiegen. Ja, komm, tut mir leid, das ist einfach trivial. Ein Pocket-Coupon. Scheiß Schreibweise. Ich wollte sagen, das ist der einzige Ort, wo ich sehe, dass man Coupon so schreibt. Naja, es ist halt eingedeutscht. Perfekt. Noch nicht. Guten Tag, Pinkholder, dann kann man schwer machen. Ich frage dich. Kein Pokémon Eis enthalten? Nein. Das war's mir. Ding, 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 du hast absolut recht. Ein Pokémon kann einer enthalten. Ja, das ist der Standard. Bisschen Pokémon 3. Der Coupon 3. Nicht die richtige Reihenfolge. Ja, es tut mir sehr leid, dass ich den zweiten Clown erst als letztes treffe. Wie spreche ich den jetzt? Hallo, ich bin ein Clown der Pocket-Sterbe-Kampagne, yeah. Und hier ist meine Frage. Die Pokémon haben Typen bzw. Elementklassen. Gilt das auch für Attacken? Ding, ding, du hast absolut recht. Wenn der Typ eines Pokémon einer Attacke entspricht, kann es stemmen. Snowhead, Coupon 2. Was? Nix, alles gut. Dann lass mich mal deine Coupons zählen. Ich verwende dafür den Pocket hier, weil ich nicht bis 3 zählen kann. 1, 2, 3. Kraftzahl. Count, count. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier. Bravo, da kann ich nur applaudieren. Diese Coupons gebe ich dir nun. Jawohl. Den Pocket. Yay! LCD! Du kannst dein Pocket aufrüsten, wodurch er immer vielfältiger in seinen Möglichkeiten wird. Das nennt man Apps. Berühre den Bildschirm des Pocket und probiere ihn einmal aus. LCD Touchscreen. Yay! Wow! Es leuchtet, wenn ich drauf drücke. Mein Name, du auch, und ich musste keinen 3 Creepy Clowns ansprechen, um die zu bekommen. Statusanzeige. Das ist ein Schrittzähler. Taschenrechner. Yay. Uhr. Statusanzeige. Hüp, 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 hüp. Ich finde aber dieses nette Add-on nett, wenn man sich den Charakter mal anschaut. Schaut auf seine Uhr. Mhm. Beziehungsweise sieht eher so aus wie so ein Power Ranger, der gerade irgendwie so die Transformation startet. Wirklich? Ja, genug. Ja. Naja. So. Hier mitten auf der Straße. Obdachloser am Brunnen. Perfekt dort zum Aufhören. Oh. Das war's für heute. Gute Nacht. Ja. Ciao.